Ja, die Wahl zum Oberbürgermeister, zur Oberbürgermeisterin steht an. Wir treffen uns mit den Kandidaten. Jetzt sind wir bei Lara Likör. Sie treten an für die Partei. Und wir haben uns in der Bar Boys getroffen, in der Neustadt. Das ist einer Ihrer Lieblingsplätze. Warum? Ich arbeite hier. Die Boys Bar war, sage ich jetzt mal so, mein Sprungbrett. Ich habe in der Boys Bar angefangen, Karaoke zu machen und bin dann früher oder später dazu gekommen, hier immer mehr zu machen und bin darüber bekannt geworden. Viele Leute kommen her, um mich zu sehen, unter anderem auch, natürlich auch, um ihre Freunde zu treffen. Und es ist einfach ein schöner Ort, an dem man einen gemütlichen Abend verbringen kann, mit sehr viel Entertainment. Also man wird auch nicht gelangweilt da sitzen müssen. Deswegen bin ich sehr gerne in der Boys Bar. Die nächste Frage, wo sehen Sie Dresden in 50 Jahren? Versammelt in der Boys Bar. Da brauchen wir dann wahrscheinlich eine größere Location, aber wenn wir die dann haben, passen wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Dresdner rein und dann können wir alle gemeinsam was trinken und werden viel Spaß haben. Wen wählen Sie am 7. Juni bei der Wahl zur Oberbürgermeisterin, zum Oberbürgermeister? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich denke, diese Lara Likör ist ganz gut, sieht ganz schick aus und hat ein sehr, sehr tolles Programm, vollkommen inhaltsfrei, aber das machen die anderen ja nicht anders. Deswegen, Lara Likör ist, glaube ich, eine gute Wahl für mich. Ich bin noch nicht ganz sicher. Mal schauen, was sich bis dahin noch ergibt. Der Wahlkampf läuft ja noch. Vielleicht versaut es auch noch vollkommen. Ich lasse mich überraschen. Warum wären Sie die beste Oberbürgermeisterin für Dresden? Ich glaube, keine andere Oberbürgermeisterin oder kein anderer Oberbürgermeisterkandidat kann von sich behaupten, dass er so nah am Volk ist, dass er mit den Leuten feiert, dass er sich mit den Leuten privat unterhält. Ich stehe auch Leuten bei, die gerade ihre Beziehung beendet haben oder was auch immer. Das können, glaube ich, die anderen nicht von sich behaupten. Mag vielleicht daran denken, dass sie ihre Prioritäten falsch setzen. Keine Ahnung, ich mache es auf jeden Fall richtig. Und das ist Grund genug, am 7. Juni die Partei und Lara Likör zu wählen. Danke, Lara Likör. Wie gesagt, Sie haben es gerade selber gesagt, Sie treten an für die Partei am 7. Juni bei der Wahl zum Oberbürgermeister, zur Oberbürgermeisterin. Genau, denn die Partei ist sehr gut, die Partei hat immer recht und mit mir ist es genauso. Deswegen am 7. Juni Lara Likör wählen in Dresden. Wir bei Radio Dresden haben den Slogan, wir lieben Dresden. Warum lieben Sie Dresden? Das hätte ich fast gesagt, wegen Radio Dresden, da muss ich kurz überlegen. Ich liebe Dresden, weil der Dresdner Travestiemarkt nicht so überschwemmt ist und auch eine kleine zierliche Frau wie ich die Chance hat, hier groß Karriere zu machen und sich zur Oberbürgermeisterin wählen zu lassen. Wenn Sie am Wahlabend erfahren, dass Sie die Wahl gewonnen haben, was tun Sie als allererstes? Einen Schnaps trinken. Was sonst? Ich werde einen Schnaps trinken, eine rauchen. Ich denke, das wird dann auch ein paar Stunden dauern, bis ich das Ganze verarbeitet und realisiert habe und dann, ja, mal schauen, ich lasse auf mich zukommen, dann am nächsten Tag geht es erstmal in Urlaub für 2 Wochen und dann schauen wir mal, was man mit Dresden so Schönes anstellen können in 7 Jahren. Ich freue mich auf jeden Fall auf meinen Chauffeur und auf mein gutes Gehalt. Danke, Lara Likör. Zur Wahl der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters treten Sie an für die Partei. Richtig, genau, für die Partei, die einzig wahre Partei und sie hat immer recht. Sie ist sehr, sehr gut und genauso bin ich auch. Danke.